Tausende Radler zur Fahrradsanfahrt erwartet. Hamburg. Deutsche Presseagentur /Lino. Tausende Fahrradfahrer werden heute in Hamburg zu einer Fahrradsanfahrt durch das gesamte Stadtgebiet erwartet. Mit der traditionellen Fahrt, die seit 1995 stattfindet, sollen die Straßen und Autobahnen der Stadt symbolisch erobert werden, erklärten die Veranstalter im Vorfeld. Die Radler können an mehr als 80 Punkten in Stadt und Umland starten und werden sich um 15 Uhr auf dem Rathausmarkt treffen, hieß es. Unter den Mitradelnden werden den Angaben zufolge auch Bürgermeister Peter Tschentscher, SPD, und Bürgermeisterin Katharina Fegebank, Grüne, erwartet. Ziel des Senats sei es, den Anteil des Fahrradverkehrs im kommenden Jahrzehnt von 12% auf 25% zu steigern, sagte die Radverkehrskoordinatorin des Senats, Kristen Pfaue, in einem Grußwort. 2017 waren laut Organisatoren bis zu 30.000 Menschen mitgeradelt.